Hallo meine lieben Waldbewohner und schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir auf jeden Fall wieder ein kleines Designabenteuer. Ich zeige, wie man diese Truhen bauen kann, die man so schick einfärben kann. Und zwar in so ziemlich jede Farbe, die man möchte. Und da ist vorne auch noch so ein kleines Sichtfenster drin. Da kann man Sachen reinlegen und dann zeigt es, was das meiste ist, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Das Ganze kommt auf BibioCraft und man kann auch mehr Sachen einfärben, wie zum Beispiel dieses Bücherregal, was einfach mal irgendwie so Sandstein ist. Da ist eine ganze Menge möglich und es ergänzt das Minecraft Life in the Woods Modpack um eine richtig schöne Designkomponente neben den Carpenters Blöcken. Es wird also erstmal nicht um die Kernfeatures von BibloCraft gehen, sondern direkt um das Framing. Ihr wolltet mehr Werkzeuge sehen, wir werden ein Werkzeug brauchen, um die Sachen einzurahmen. Und damit ab zum Video! Um das Rahmen zu ermöglichen, werden wir erstmal ein paar Werkzeuge bauen, also die produzieren und danach zeige ich nochmal, wie man Sachen einrahmen kann. Zuallererst benötigen wir ein bisschen Holz und machen uns ganz normale Holzbretter daraus. Ich habe noch ein bisschen Eisen dabei. Also zwei Holzbretter rechts und dann oben, links, oben, Mitte und mittig ein Eisenbahn. Und damit kriegen wir die Einrahmsäge. Und der Hauptnutzen der Einrahmsäge ist einfach das Herstellen von besonderen BibioCraft-Brettern, mit denen wir dann Framing-Sachen herstellen können. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir machen sowas ähnliches wie eine Workbench. Machen uns erstmal Eichenholzstufen und nochmal die Bretter. Das heißt drei Stufen in die Mitte, darunter drei Bretter. Oben links und rechts ein Eisenblock und die Einrahmsäge oben in die Mitte. Und dann kriegen wir den Eichenholz-Möbeleinrahmer. Das ist so ein nachgelagertes Tool, mit dem wir dann nachher wirklich ein Design auf die Sachen, die wir hergestellt haben, draufkriegen. Und jetzt kommen wir direkt zur Kistenherstellung, also um diese Einrahmkiste zu bauen. Ich zeige nochmal das normale Rezept, das kennt ihr. Aber wir brauchen jetzt keine Holzblöcke, also diese Bretterblöcke, sondern wir brauchen da besondere Holzbretter für. Die ersten, die wir brauchen, heißen Rahmenplatten und dazu einfach die Säge und Holzbretter zusammen im Handwerksfenster platzieren. Davon holt ihr euch erstmal ein paar. So, wenn wir jetzt die Säge und die Rahmenplatten zusammen platzieren, dann kriegen wir diese Rahmenbretter. Das heißt, aus diesen großen Brettern macht man halt kleinere Bretter. Davon brauchen wir jetzt erstmal 6 Stück. Die platzieren wir zusammen im Handwerksfenster und dann kriegen wir eingerahmte Schildchen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, das ist ein Teil von der Truhe. Wenn man das in der Mitte platziert und außenrum die großen Bretter, die großen Rahmenplatten platziert, dann kriegt man eine eingerahmte Truhe. Und so einfach ist die schon gebaut. Wir brauchen bis jetzt eigentlich nur die Säge und ein paar Holzbretter, das alles zusammen kombinieren und dann kriegen wir schon die eingerahmte Truhe raus. Viele andere BibioCraft-Sachen können auch so hergestellt werden, das heißt, anstatt normalem Holz benutzt man dann einfach die Bretter und die kleinen Bretter und damit baut man einfach das Rezept sozusagen nach. Und jetzt kommen wir direkt zum besonders interessanten Teil. Ich habe den Möbeleinrahmer, so, ich habe es jetzt korrekt gesagt, das habe ich schon ein paar Mal aufgenommen. Ich habe den Möbeleinrahmer jetzt aufgestellt und da seht ihr, oben ist ein Slot frei, links und dann ein Pfeil nach rechts und der Pfeil von oben trifft diesen Pfeil nach rechts. Das schon mal als kleine Stütze, wie der funktioniert, wenn ihr das nachbaut, also wenn ihr das nachprobiert. Dazu hole ich mir jetzt erstmal aus meinem Lager ein paar Blöcke und da würde ich empfehlen, Standard-Minecraft-Blöcke zu verwenden. Oder eben halt das neue Holz, was dazu gekommen ist. Ich habe jetzt einen Sandstein geholt und wenn ich jetzt da oben Rechtsklick mache, man muss manchmal ein bisschen rumprobieren, dann wandert mein Sandstein in diesen Möbeleinrahmer. Mit Shift-Rechtsklick kriege ich es auch wieder raus und kann es auch wieder reinstecken. Das Ganze geht auch über die GUI, das heißt, wenn man Rechtsklick einfach auf den Möbeleinrahmer macht, kriegt man diese Slots auch so. Aber ich finde es richtig geil gemacht, dass man die Slots auch von außen benutzen kann. So, jetzt zeige ich euch mal, warum ich den Sandstein da reingemacht habe. Denn wenn ich jetzt meine Truhe benutze, die wir eben gebaut haben, und die in den linken Slot tue, dann sieht man hier im rechten Slot schon, dass sich die Truhe verändert hat. Das heißt, das Design von oben, der Sandstein, ist auf die Truhe übergegangen. Und das meint das Ganze auch mit dem Einrahmen. Das Ganze kann man auch per Rechtsklick machen, wenn man sich das UI anguckt. Und da kann man es ein bisschen besser steuern, auch mehrere Sachen auf einmal benutzen, sozusagen nacheinander da fertig bauen. Wir gucken uns das Ganze mal hier auf meinem kleinen Testplatz an. Und es ist gar nicht so kompliziert gewesen, das aufzubauen. Und die Truhe ist jetzt wirklich eine eingerahmte Truhe, das steht ja auch oben. Und die hat den Sandstein sozusagen als Design gekriegt, als Skin außenrum, als Textur. Ja, man kann die auch öffnen. Innen drin ist auch Sandstein. Das heißt, das geht überall außen rum. Das ist richtig gut gemacht. Und wir können jetzt Gegenstände reinlegen und die werden vorne auch angezeigt. Ich probiere hier gerade nochmal so ein bisschen rum, welcher Gegenstand nun wirklich angezeigt wird. Ich glaube, es ist der Gegenstand mit den meisten Sachen drin oder der da oben links ist. Also probiert da gerne ein bisschen rum. Die Truhe funktioniert weiter wie eine ganz normale Truhe und das sieht man auch daran, dass ich sie mit der Spitzhacke zum Beispiel nicht abbauen kann, mit der ich Sandstein schneller abbauen könnte. Nein, mit einer Axt geht es am schnellsten, weil die ja eigentlich aus Holz ist. Das heißt, die ganzen Holzsachen sind immer noch am schnellsten mit einer Axt abzubauen. So, jetzt denkt ihr, das ist gar nicht so spannend, aber wir können zum Beispiel auch Lapis zu einem Block machen und damit eine Truhe framen und dann kriegen wir diese richtig schicken blauen Truhen zum Beispiel damit raus. Oder Redstone, das fand ich, ist auch eine geile Idee. Einfach Redstone benutzen, damit die Truhe framen
oder auch andere Sachen später. Und ja, dann kriegt man so schicke, rote, große Truhen. Das sieht vielleicht auch in einem Dungeon ganz cool aus. Übrigens, das Ding gibt auch kein Redstone-Signal ab. Das heißt, das verändert sich auch nicht dadurch, sondern es ist wirklich nur die Optik. Und mit der, ich glaube, Extra Biomes XL Mod kamen ja ganz viele neue Holzarten dazu und die sind in diesem Extra Bibiocraft Mod auch mit dazu gekommen. Das heißt, wir kriegen auch die Sachen da rein. Ich baue jetzt nochmal ein paar andere Sachen fertig, um euch zu zeigen, weil ich es echt schick fand. Ich fand es eigentlich echt schick, dieses blaue Regenbogen-Eukalyptus-Holz. Und lasst uns die mal framen und dann gucken wir uns die mal an und damit kann man auch eine ganze Ausstattung machen. Das heißt, ihr könnt euch eure Sachen jetzt wirklich so einrichten, wie sie euch gefallen und nicht, wie man sie bauen muss, weil es nur ein paar Rezepte gibt. Das Ganze schauen wir uns nochmal hier in so einem kleinen Häuschen an, was ich mal eben hochgezogen habe, um das mal zu zeigen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Sachen auch gechiselt. Das heißt, da geht so einiges mit dem Framing. Muss ich mal gucken, dass man die Standard-Minecraft-Blöcke soweit verwendet. Außer natürlich die zusätzlichen Holzblöcke. Die gehen auch so ziemlich alle. Und auch eine große Wüstenstadt oder irgendein verrückter Tempel, ein Gefängnis, alles kein Problem mehr. Mit dem Framing kann man die komplette Einrichtung auch neu gestalten. Weil ich jetzt gerade wieder einige Themen offen habe, werden wir uns demnächst mal die Küche vornehmen und die mal ein bisschen umgestalten. Vielleicht machen wir das auch im Rahmen eines kleinen Let's Plays. Lasst euch mal überraschen, ich will das auf jeden Fall ein bisschen einheitlicher haben. Es würde auch gerade Sinn machen, den Regalen zum Beispiel eine andere Optik zu verpassen. Um das Framing vorzustellen, habe ich jetzt ganz bewusst die Truhen gezeigt. Die kanntet ihr auch schon aus einer Automatisierung. Ich glaube vom Tofu und wir gucken uns auch nochmal die anderen Sachen dann an, gesondert. Ich denke, ich habe schon eine ganz coole Idee, was man bauen könnte. Das wird ein ganz cooles Projekt, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und zum Nachbauen, wie immer, wenn das mit dem Rezept ein bisschen zu schnell ging, einfach nochmal zurückspulen, macht einfach Stopp, guckt euch das nochmal an und baut das dann Stück für Stück nach. Ganz am Anfang fand ich es auch ein bisschen kompliziert, die Sachen nachzulesen ist wirklich so ein bisschen komplex, aber wenn man es mal so in einem Zoom-Video sieht, dann finde ich, es ist eigentlich auch keine große Sache. Übrigens habe ich mich wahnsinnig über die Resonanz auf die letzten 2-3 Videos gefreut. Also das Automatisierungsvideo haben jetzt nicht so viele Leute geguckt, aber die anderen Videos sind ganz gut angekommen. Wollt ihr mehr sowas sehen oder wollt ihr jetzt nochmal wieder eine Automatisierung sehen? Sagt mal Bescheid, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer über eine Bewertung freuen und wenn du neu auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da. Dann verpasst du auf jeden Fall keine neuen Videos mehr und siehst, was Minecraft Life in the Woods noch alles so zu bieten hat. Und damit wünsche ich noch einen richtig geilen Tag mit Minecraft Life in the Woods.